Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mir mit euch von Coffee Stain Studios das Spiel Satisfactory anschauen. Das befindet sich gerade im Testwochenende und ich habe das gerade noch einen Key ergattert. Das Spiel ist jetzt momentan noch in der Alpha-Phase und wird am 19. März angeblich in die Early Access Phase gehen. Ob es dann so ist oder nicht, wissen wir ja schon. Andere Spiele von Studio Wildcard zum Beispiel, dass das nicht immer so richtig ist, warten wir es ab. Aber ich muss sagen, was ich bis jetzt gesehen habe, dieses Game verspricht schon einiges und hat bis jetzt auch schon, obwohl das erst in der Alpha-Phase ist, auch schon einiges gehalten. Aber weiteres sehen wir uns dann gemeinsam an. Nach dem Trailer. Viel Spaß! So, nun werden wir Satisfactory mal so richtig schön antesten. Mit dabei ist wieder Mystery. Hallo zusammen. Er ist heute ein bisschen demotiviert, es ist schon spät und heute ist Sonntag. Morgen ist geistig immer noch Sonntag. Ich warte nur auf die Einladung. Ah ja. So, wir werden einmal Crossfields nehmen. Ein Session Name. Mysteries, wir sind ja so nett. Danke. So, Friends Only. Ah, ich würde die Marktrechte für den Namen speichern. War Copyright? Warte mal. Oh. Ein kleines C beim Namen. Macht sich schon gut. So, da. Es ladet. Ich muss mich halt noch einladen. Mhm. Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an Pip-Boy. Use provided blueprints to build the necessary. Die Anfangsfigur am Bildschirm, ja. Ja, ich finde es so süß. Der erste Moment erinnert mich auch an Nautica, wo man abstürzt in der Kapsel. Ja, das ist schon nah, ja. Nautica. Es ist nur sehr detailreich. Das gesamte Spiel, da kann man die Zuseher darauf aufmerksam machen, es sind sehr viele kleine Details, Bewegungen. Ja, wenn man sich das genau anschaut, ja. Verliebt dargestellt sind. Ja, Spielereien. Ja.
Einheiten, das was oft keiner bemerkt. Wir haben uns schon vorher etwas damit beschäftigt, um ganz klar als wir haben Anfänger zu sterben. Nicht gleich ins kalte Wasser zu springen, aber die Anfangssequenz ist trotzdem dadurch, ich habe einen sehr großen Bildschirm, es macht dann etwas Gänsehaut. Der Absturz ist ein bisschen besser gemacht, finde ich, als in Subnautica. Abwurf, ja. Planeten geschickt, um seine Rohstoffe auszubeuten. Mhm. Im Grunde sind wir die Bösen. Ja, eigentlich sind wir ja, also jeder, wie heißt es so, von Greenpeace bitte mich nicht verurteilen, das ist nur ein Spiel. Ich hab gesehen, wie du die Schnecke missbraucht. Boah, ist ja gar nicht wahr. Und plumps. Also ein bisschen eine sanftere Landung. Hätte ich mir gewünscht. Ja, ja, ja. Und auf. Die Landung ist sicher Simons Schuld. Genau, das steht auf der Seite immer. Alles ist Simons Schuld. Alles, was nicht funktioniert, ist Simons Schuld. Mir gefallen ja die fliegenden Rochen. Und einfach für das, dass es eine Alpha-Phase ist es wirklich Grafik wunderbar. Your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, ja, also known as artificial directory and assistant, tasked to support pioneers such as you in their mission. In early access, you are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Bestellt, gekauft werden. Note. Und funktioniert, soweit wir das getestet haben, sehr welcome gut, to onboarding. Sehr ausgereift. Und wir werden das jetzt testen. Ja, ich kann beitreten. First objective. Please dismantle the drop pod. The resulting materials will ich wollte das eigentlich auf Deutsch umstellen. Utility base from now on du kannst zwar umstellen, aber es hat sich noch nichts dafür geändert. Okay. So, ich habe mal ein schönes Bild. Und bin da. Jetzt schauen wir mal, aber was für Optionen es gibt. Als Master Volume will ich gar nicht zurück ran. Eigentlich will ich die Musik. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Ich fahr mal wild auf mich los. Alles auf Ultra. Field of View kann man sogar. Ah, das kann man auch noch erhöhen. Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Full screen analysis required. Mal mehr, ob das jetzt. Oh Mann. Oh. Ich hab nervöse Finger. Mir verdrückt. Wird wahrscheinlich nichts ändern dran. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. 3 und 4. Ja gut. Das ist ein Game. Das ist jetzt echt schön. Also ich muss ehrlich sagen, es wäre glaube ich auf deinem Bildschirm besser, die Ansicht. Weil das doch ein bisschen weit ist. Ich glaube, die will wieder ein bisschen zurückstellen, dann wird man schwindelig. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Oh. Ja, sie wartet auf dich, dass du mal die Kapsel zerlegst. Ja, ich weiß, ich komme schon eine Sekunde. Ich will mich nicht verdrücken und dann rausfliegen. Ja. Und es hängt auch mit mir unweigerlich zusammen. Ich kann auch nicht weitermachen dabei. Achso, okay. Das heißt, warte mal, wie ist denn das jetzt gegangen? Press F2 Dismantle Mode. Yes. Kann auch nicht in mein Inventar dadurch. Moment. Das Ganze funktioniert serverlos. Oh, dann, Entschuldigung. Mich jagt Second Objective. Please ensure you have your Fixit incorporated Xenozapper equipped before leaving the drop zone. Note, according to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Hab ich schon, ich hab die Kapsel schon verlegt. Ach, sehr gut, das kommt in mein Inventar nämlich auch rein. Ich hab mal das komische Elektroschocker-Ding. Third objective.
Please familiarize yourself. Klar, greifen natürlich rein, echt. The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Oh, da ist jetzt ein... Oh, warte mal, das ist das... Das Ding mit... Oh nein, da sind gleich zwei davon. Ich bin eigentlich dort... Warte mal, wo bin ich denn? Du bist... Ich gehe mal in die Richtung, wo du bist. Um sicherzustellen, dass... üblichen Punkt... Na, warte mal, wo bin ich jetzt? Üblicher Punkt. Ich sag einmal, ich renne mal dorthin, wo wir... Wo wir... Ich glaube... Das erste Mal gebaut haben. Das versucht haben zumindest. Dort. Irgendwas ist da hinter mir, irgendwas ist da hinter mir. Was ist da hinter mir? Vor mir ist gerade wieder ein Hund. Oh nein, jetzt schon wieder so ein Spucker. Ist das so ein komisches Tier, was spuckt? Au! Man bekommt eigentlich schnell diesen Elektro. Ich hätte man doch vielleicht was. Du bist der doofes Vieh. Ich befürchte, den werde ich nicht. Die sind intelligent. Ich sehe das schon. Ich werde sowas von sterben und gleich dort, wo man eigentlich. Warum bist denn du endlich? Boah. Die sind ganz schön zäh. Weißt du, was willst du mit so einem Elektroschocker, ne? Ich bin fast tot. Aber ich hab's zumindest mal überlebt. Also, okay. Ich bin wieder raus. Bist du gestorben? Ich habe gedacht, ich kürze in die Höhle ab. Wir haben das vorher mal gespielt. Scheinbar hat es in der Zwischenzeit ein Update gegeben. Jetzt sind in der Höhle böse Tierchen. Oh. Ich gehe außenrum. Oh. Was ist denn das? Ein Vogel mit Echsenschwanz? Hat der vorher auch schon Echsenschwanz gehabt? Nett. Nein, ich werde diesen Vogel jetzt nicht angreifen. Einerseits ist er durch den Schwanz widerlich, andererseits süß. So erinnert er mich irgendwie an einen Alien-Besteher. Das heißt, du bist tot. Wo bist du hin? Ich bin nicht tot. Nein? Ich bin Gott. Ich sterbe nicht. Warte mal, das heißt, das komische Höhlending, wo wir da rauf abgekürzt haben, sind jetzt Tiere drin? Ja, Spinnen. Ja. Ah, ich sehe dich. Ja, und da sieht dich auch ein laufendes, flitzendes Wildschwein oder was das sein soll. Und es kommt! Das sind, glaube ich, Hunde. Ja, so, ich hätte eher auf Wildschwein getippt. Ich komme von hinten. Oh, sorry, zu langsam. Der Gürteltier, Wildschwein, Echsenmix? Weiß ich nicht. Schau mal, Entschuldige! Ich will wissen, wie das ausschaut. Ja, eigentlich schon. Beim Essen ist wichtig, immer wieder ein bisschen Pause machen, damit man Leben regeneriert. Und manchmal... Es ist halt ein bisschen... Das doch nicht. Wir haben es etwas schwierig gestaltet, indem so mit Hochheilen und so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tasten verwenden. So wie bei anderen Spielen funktioniert hier nicht. Man kann immer nur ein Werkzeug auswählen. Das heißt, entweder... Genau, entweder Verteidigung oder Hochheilen. Oh mein, nein. Ja, die geht auch. So, bleiben wir wieder da, weil dagegen kämen wir schon mit allen möglichen Ungeziefern. Wäre vielleicht, ja, da haben wir vielleicht eine Chance, auch was zu zeigen, ohne dass wir gleich dahin scheiden. Ja, dann fangen wir mal an, du hast einen Würfel, einen Starterwürfel bekommen. Wo soll man, so eher mittig da oder willst du wieder darüber? Bleiben wir wieder da, wir brauchen den Platz nach vorne. Nee. Ja, okay, dann bleiben wir gleich da. Wichtig ist, dass man sehr schnell Ressourcen... Okay, warte mal, ein Würfel. Das heißt, so, da ich das ja vorher nicht ich gemacht habe, sondern mein lieber Mitstreiter. Build the hub. Note: To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Build the hub. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Ah, oder na, das ist immer nettes. Build the hub. Warte mal, das war wie ist es gegangen mit Q, oder? Der Hub. Der Hub, ja. Wo ist das Baumenü? Richtig.
Na gut, da haben wir doch gleich ein Ding. Ich baue ihm da. Du müsstest das ja auch sehen, wo ich baue. Ja, passt ich sehe es auch, ja. Passt dir das so? Dreh es ein bisschen mehr weg von der Eisenerzlager, was da ist, weil du weißt, da muss man noch rausbauen. Ja, es ist und halt. Du jetzt fragst, was vorne und hinten bei dem Ding ist, ich weiß es nicht mehr. Leider auch nicht. Ich glaube, das auf der Seite war. Ich glaube, das war. Du kannst. Der Vorteil beim Spiel ist auch, man kann jederzeit alles wieder abbauen, bekommt die gesamten Rohstoffe wieder. Auch Upgrades, die man dann später im Spiel bekommt und installieren kann, um schneller zu farmen, können jederzeit wieder demontiert werden. Warum miss ich ohne irgendeinen Verlust. You have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Feature, Hub Terminal, Fifth Objective, Hub Upgrade, Storage and Power. Note, so vom the Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. Abbauen war glaube ich F. F, genau, ist das Abbauwerkzeug. Oh. Einfach draufhalten, flupp. Oh. Schaut komisch an, aber du hast alles wieder. Das ist nett, das ist nett, das ist toll. Wieder ein Hub. So, es ist halt so was, was mir da irgendwie ein bisschen fehlt, ist das sogenannte sag ich mal, K-Modus dazu. Ja, das ist so mein ich gehe halt ein bisschen Mausrad in diese Börsenansicht zu gehen. Na komm, zurück, wo willst du denn hin? Ja, zurück weggehen. Na, da wo ich bin. Oh, ach so. Zurück an die Bahn. Da vorne hin kommt unsere große Fertigungsstraße. So? Warte, da muss ich aber das downer tun, oder? Ja, so ungefähr. Was da das so? Drin? Ja, ne, das ist da, da ist der Eingang rechts. Ja, drauf so zu noch da oben brauchen wir ja den. Ups, ich renne mal mitten durch. Ja, dann. Mir erwischt. Da eher am Rand zu will. Ah, geht ja, ja nicht. So kannst du lassen, so lassen. Das geht schon. Jawohl. Einmal ein Hub. Einmal der Grundanfang, jawohl. So, zeigst du gleich mal, wie man Metall abbaut. Sekunde, warte mal. Aus dem Menü aus, ich bin es ja nicht gewohnt, Metall abbauen. Da haben wir es. Das ist seine Ader. Da kann man mal suchen mit der Taste C. Upgrade the Hub by using the Hub Terminal. Zuerst machen wir das einmal. Genau, du musst jetzt erst Metall farmen gehen und suchen. Select Tier 0. Upgrade Hub. Da sieht man, was man braucht. Ja, 10 das Rohre. Den Rohre, die haben wir dann logischerweise noch nicht. Müsst. Glaube ich das? Haben schon, ich bin gerade am Bauen, aber. Achso, du. Erklär mal das mit dem Scanner. Ja, genau, das mit dem Scanner. So. So, bei der Taste C haben wir momentan nur Eisen freigeschaltet. Das heißt, man kann da mit der Maus den rundum drum. Da gibt es auch noch Kupfer und Kohle und. Was gibt es da noch? Sollen noch einiges dazukommen? Es soll Schwefel noch dazukommen? Ich habe schon gefunden durch den Herlauf Sulfur, also Schwefel. Ja, es soll Schwefel eben die Forschung dann noch kommen. Quarz soll dann noch Forschung kommen. Also das ist, die haben da einiges an Updates schon eingeplant, was ich faszinierend finde. Also die sind ja schon bei Weitem in der Early Access eigentlich für mich schon drinnen. Dann werden wir jetzt einmal das suchen und dann sieht man dann einen Scanner. Ein kleines Stückchen hat man dann, ein bisschen Zeit hat man dann, das Ganze dahin zu gehen und zu suchen. Das ist oben schön eingeblendet. Wir sind dann hier. E ist eigentlich, glaube ich, in jedem Spiel fast gleich, dass man da pick. Und ich finde es auch so süß. Da tut er klopfen. Mit dem Meißel. Jo. Also mir würde noch ungefähr 20 Mal hinschlagen für die Hand wehtut, ne? Das ist ein zukünftiges Meißel, der kann, der macht das automatisch. Hat glaube ich auch mal in so einem Spiel gegeben, so einen automatischen Stemmmeißel.